Mein Name ist Taffa, ich bin 32 Jahre alt und ich wohne jetzt gerade in Konstanz. Ich arbeite als Koch, ich habe selbstständig gemacht mit einem Foodtruck. Ich habe eine afrikanische, karibische Küche. Ich bin in Gambia weggegangen nach Europa, weil hier gibt mehr Arbeit und mehr Sicherheit. Und ich will einfach arbeiten, dass ich meiner Familie zu Hause helfen kann. Ich bin weggegangen und da war ich 22 Jahre alt. Ich habe in Gambia studiert. Davor, ich mache viel Sport. Ich habe Handball gespielt und ich habe auch in Gambia Nationalmannschaft auch gespielt. Und nebenbei habe ich ein Studium angefangen als eine Kunst und Gesicht. Das ist, wenn ich fertig bin, ein Lehrer zu sein. Ja, ich bin von Italien und war ich in Deutschland. Ich habe damals in Ingolstadt gewohnt und da habe ich da gearbeitet als eine Helfer in Kinderkunstschule. Nebenbei habe ich auch in der Küche gearbeitet. Danach bin ich hier am Bodensee umgezogen und habe ich entschieden, eine Ausbildung zu machen. Und da habe ich drei verschiedene Berufe im Kopf, das ich wollte machen. Einer war Krankenpfleger, einer war Schreiner. Und der dritte war Koch. Damals viel Kochprojekte gemacht, Kochkurse auch gemacht und so. Deswegen habe ich einfach Koch genommen und bin ich jetzt zufrieden mit Koch. Ich liebe Koch. Ich mag es, um Topf oder Herd zu stehen und einfach was zu machen. Und damals habe ich auch im Traum gehabt, ich will einfach meine eigene afrikanische Restaurant haben. Die hat auch motiviert, Kochausbildung zu machen. Beruf Koch gefällt mir, zu arbeiten mit Pfanne oder mit einfach nur zu kochen. Diese Küche zu stehen, das gefällt mir sehr gut. Und jetzt gefällt mir mehr, das ist meine eigene gemacht. Das ist wie ein Traum. Traum ist gefühlt jetzt gerade, meine eigene Küche einfach alles zu machen. Jetzt gerade kann ich sagen, ist gut, weil ich bin mein eigener Chef. Aber ja, Arbeitsbedingungen in der Küche sind extrem brutal. Wenn du ein Koch bist, und gleichzeitig, wenn du ein Ausländer bist. Ich muss einfach von früh bis 2.30 Uhr und habe ich eine 2-Stunden Pause und komme ich wieder und da bleibst du bis 10, 11 in der Küche und kriegst du auch wenig Geld. In der Gastronomie arbeitet viel Migranten. Ich habe auch das gesehen in meiner Ausbildung. In meiner Klasse waren nur drei Deutsche da. Und viele da ist einfach nur das, diese Papier, dass die Stadt wollte, dass du was machst. Und nur die Gastronomie oder die schwere Arbeit, wo die Leute nichts wollen arbeiten, die sind die Plus, wo gibt Arbeit. Wenn du nichts arbeitest, du kriegst keinen Aufenthaltsstatus, weil die denkst, du hast keinen Aufenthalt und musst du so eine Arbeit machen, dass niemand wollte. Die Chef, die weiß, okay, die Migranten kann die Sprache nicht. Viele von uns kennen die Gesetze auch nichts. Wenn die zahlen 8 Euro oder 7 Euro pro Stunde, manche denken, es ist viel Geld. Ich habe auch viel gecheckt nach meiner Ausbildung oder meiner Ausbildungszeit. Das ist viel, viel Ungerechtigkeit. Normalerweise, wenn du in der Ausbildung bist, arbeitest du nur 5 Tage in der Woche. Aber wenn du alles nicht kennst, musst du einfach 6 Tage in der Woche machen. Du hast frei, wenn du im Hotel oder im Restaurant hast, einen Ruhetag. Ja, ich habe in meinem Beruf ein paar Mal Diskriminierung gehabt, weil erste ist einfach, du kriegst die schlimmste Arbeit, wenn du Immigrant bist. Manche sagen, hey, warum bist du hier? Du musst einfach zurück in deine Heimat. Und manchmal, ich muss streiten mit den Leuten da, diese ganzen politischen Sachen und sage, hey, ich bin hier, weil du hast mein Land kaputt gemacht. Ich habe Diskriminierung gefühlt, dass die denken, du kommst aus Afrika, du bist kein EU-Bürger oder von Deutschland. Du musst einfach diese Arbeit machen, das niemand machen will. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich wollte was anderes anbieten in der Gastronomie und wo ich wohne. Ich wollte meine eigene afrikanische Küche haben. Der Plan war ein afrikanisches Restaurant, aber vor man kommt zum Restaurant ist eine lange Wege und dann habe ich entschieden, einfach einen Foodtruck zu machen und gerade lebe ich mit dem Foodtruck. Bei meinem Foodtruck habe ich auch ein paar Schwierigkeiten gehabt mit dem Papierstuff. Gerade in Konstanz ist schwierig, hier als eine Foodtrucker eine öffentliche Platz zu kriegen. Nur eine Privatperson fragen, ob die eine Platz hast. Und andere Probleme habe ich auch mit dieser Diskriminierung, dass die denken, ah, boah, ne Afrikaner, nee. Weil ich habe irgendwann einen Platz fast gehabt und dann bin ich da, hat mich gesehen, hat nicht mehr gehört, nee, wir mussten einfach unsere eigene Auto da machen. Mit E-Mail war alles perfekt und live war nicht geklappt. Keine Ahnung, ich habe anders gedacht. Ich koche Karibisch, weil erster Punkt, karibische Küche ist fast gleich wie afrikanische Küche. Ist nur, die haben verschiedene Namen, von wie die Gerichte heißen. Ich habe meine Ausbildung
in eine Küche gemacht, wo Karibis und Suebis gekocht wurde. Und hier in Deutschland habe ich, seit ich in meine Koch-Story gekommen bin, in meinen Style, dann habe ich immer oft mit meiner Mama telefoniert oder meiner Schwester telefoniert und einfach virtual lernen gemacht mit dem Gambische Kochen. Ich würde sagen, das ist einfach in das System, ist einfach so machen, weil da, wenn wir Kind waren oder wenn wir zu Hause sind, wir sitzen einfach neben der Küche. Die Küche ist offen, ist nicht so eine heimliche Platz, ist einfach offen und alles sitzt in der Nähe und du siehst einfach, was da reinkommt. Und da habe ich einfach meine Skills gekriegt. Bei mir in meinem Foodtruck, manche Sachen muss ich einfach gucken, dass die passt zu den Leuten, die mir die Essen holen. Weil die Leute, die mir Essen holen, sind fast deutsche Leute hier oder Europäer. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht so viel Saft koche. Ich koche fast kein Saft in meiner Soße und so. Ich mache Saft separat. Bei mir in Gambia zu Hause, wenn du kochst ohne Saft, die Leute fragen, was ist los mit dir? Ich habe entschieden, eine vegetarische Küche zu machen, weil ich bin vorsichtig mit diesen tierischen Lebensmitteln. Ich will einfach regionale Sachen haben. Ich habe einen Gemüsebau hier in Reichenau, weil die bauen viel Gemüse und fast alles, was ich kaufe, die kommt von da. Ich bin auch kein Bio-Restaurant, aber ich versuche, dass meine Zutaten viel Bio ist oder viel nachhaltige Lebensmittel ist. Ich habe Slow Food erfahren von einem Kumpel von mir und der mir mehr über Slow Food gesagt und wir haben fast einen Abend gehabt, nur Slow Food reden, warum. Und da habe ich auch gesagt, ja cool, die Konzept ist perfekt, weil in der normalen Ausbildung lernt man einfach nur der konventionellen Küche. Ich finde, das ist wichtig, dass wir Ahnung haben, wo unsere Lebensmittel herkommen, was wir essen, was kommt in unseren Bauch oder wo wir bauen unsere Lebensmittel. Nichts nur lecker oder schön oder Geld. Und ich habe gesehen, dass Slow Food die bewegt über Nachhaltigkeit, über gut, über fair und über sauber. Und bin ich auch einverstanden. Deswegen bin ich einfach Mitglied in Slow Food. Hat gelohnt, nach Deutschland zu kommen, weil ich habe fast meinen Traum gehabt jetzt. Mein Traum läuft. Ich wollte eine Selbstständige machen und jetzt bin ich in meiner Selbstständigkeit. Deutschland ist jetzt wie zu Hause bei mir. Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Ich habe viele Erfahrungen hier gesammelt und ich habe viel gelernt. Ich habe meine Zukunftspläne als Koch ist, ich will mein eigenes Restaurant haben. Nicht nur Foodtruck, aber ein Lokal, ein Restaurant, wo ich einfach meine afrikanische Gerichte anbieten. Wenn ich immer noch in Konstanz wohne, weil hier gibt keine afrikanische Küche, deswegen ich wollte die erste sein, die hier eine afrikanische Küche hier machen kann.